Ich hoffe, dass ich live bin. Ja, auch herzlich willkommen bei YouTube. Ja, das ist keine Ahnung, wie viel der Bart von Fahrenheit und Mehrheit, ich weiß es gar nicht. Ich habe hier die ganzen anderen Zettel, ich schreibe euch immer jetzt hier so auf. So, BS4. Dann kreise ich es immer ab, jetzt habe ich schon 6 Mal mit Little Solid und 3 Aufnahmen Even Carter, dass ich das immer weiß, was ich sage und du weißt, wie viel der Bart ich schon habe. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich ins Spiel rein. Es ist ein bisschen dunkel, weil ich gerade im Hebel wieder reinmachen muss. Ich habe ein bisschen länger probiert. So, jetzt gehen wir mal kurz raus und schließen. Normalerweise müsste es gleich kommen. Ja, ich bin live. Supi. Super, super. So, ja, wir starten ins Spiel rein. Ja, fuck it. So, fortsetzen, nicht neuer Film, bitte. Ich habe diese andere Szene schon so satt. Ja, ich bin eigentlich wieder zurück. Also, ich hatte die letzten Tage, war ein bisschen anstrengend. Hat auch viel zu tun. Muss ich auch sagen. Ah, genau, da war meine Pornomucke, kommt die gleich. Und ich hoffe, dass es heute alles lustig läuft. Also, ich verspreche mir nichts. Ihr wisst ja, ich habe das Problem mit Aufnehmen und so. Habe ich jetzt einfach mal das Elgato gelöscht. Hat schon einmal funktioniert, es zu löschen und wieder reinzufügen, mein OBS. Weil ich habe es letztens mit Elgato aufgenommen und es ging gut mit Kamera, es ging gut mit Mikrofon. Also ging richtig gut und ich bin mir überlegen, ob ich immer so aufnehme, weil ich bessere Qualität habe. Vielen Dank, Tod. Oh, ist das riesig. Hey, Jules, na? Was machen wir? So. Hey. Husten. Suchen. Guten Morgen, Mahlzeit morgen. Hey, Zepnir, hi. Na, alles klar? Guten Mahlzeit morgen. Ja, ich habe heute Guts da. Ich habe richtig mit Schokolade. Scheiße, ich habe nicht geschaut. Oh, fuck. Leute, warum kommt meine Nachricht nicht an? Oh, scheiße, ich muss jetzt mich konzentrieren. Scheiße. Warum gescheitert? Ich dachte mir auch gerade, das Game ist sehr leise, ne? Warte mal. Ich mach das Game lauter. Das weiß ich jetzt viel zu laut haben. Stocke kurz! Ich hatte gerade eben Probleme. Ja, das war zu früh. Ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Shit, ich hab's voll verkackt, Leute. Ich weiß, ich suche so ein Buch, das weiß ich. Ich hoffe, es ist jetzt laut genug. Deja. Ist Angbock an? Nee. Ich habe ihn davor gerade angeschaltet gehabt, aber. Das finde ich blöd. Das ist das größte Manko für mich, dass ich den Angbock eingeschaltet haben muss. Das finde ich scheiße irgendwie. Tut mir leid, aber das ist das einzige Manko an den lieben Bot hier. So, dann hier noch. Zack. So, jetzt ist das Angebot an. Vielen Dank, Jules. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich nicht weiterhelfen könnte oder so irgendwie. Fuck. Das gibt eigentlich gar nichts mehr, oder was? Hallo, I'm the big one. Hi. Na, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gelesen. Ich muss gelesen sagen, weil gesehen geht ja nicht. Scheiße, ich hab's voll verkackt, Leute. Fangen wir nochmal neu an. Das war Unfall, Leute, nicht? Also,
gehe jetzt nochmal zurück. Ich gehe jetzt, wenn ich da runterfahre, ich gehe jetzt zum Bildschirm zurück, weil das war fies, nicht? Das ist fies. Ach man, scheiße, stimmt ja, das ist nicht geht hier. Hey Jesse, hi! Ankerpot, bester Mann. So. Wir starten nochmal neu. Weil, ich habe gerade so viel gelesen. Ja, jetzt gerade. So, wir starten nochmal neu. Ich habe nämlich gerade so viel gelesen. Und na, wie geht's euch, Leute? The Big One and Jesse, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr mal wieder vorbeischaut. Ja, ich habe den Ankerbock, The Big One, also wegen dem Coinsystem wollte ich den unbedingt haben. So. So, nochmal, nochmal, ich starte nochmal. Schön, wie ihr jetzt mein ganzes Ding hier seht. Wurscht. Nein! Ich will das blöde Internet hier nicht. Brauche ich bei der Xbox 360 nicht. Außer ich spiele mal was anderes, aber... Ja, mir geht's gut. Also, war ein bisschen mit den letzten paar Tage stressig, aber uns war's gut. Dankeschön. Sag mal, oh, entsprechende Umstände gut. Boah, das war laut. Au, au, au. Aber jetzt müsste es passen von Sound. Ich muss mich nur ein bisschen lauter machen. Ja, jetzt geht's gut. Ich habe mich heute ein bisschen an Audio gearbeitet. So, Falkis. Nochmal. So. Hi, und herzlich willkommen nochmal zum Falkis-Stream und keine Ahnung, wie viel im Bart von. Fahrenheit, mir fällt immer ein Lied ein. Toll. Ja. Nein, nicht Kapitel. Oh, was ist los heute mit mir? Ich verdrück mich schon den ganzen Tag hier. Ja, wir waren hier bei der Pornomucke das letzte Mal hier. Ach, was ist jetzt nicht gespeichert jetzt? Boah, das hört man voll laut. Ja. Die war hier Pornomucke. So. Nochmal. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich huste aus. Entschuldigung. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude Takeo. Scheiße! Verdrückt. Fachmann. Ich habe auch voll im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Okay. Nun, in Polizei. Bin ich bei der New Yorker Kripo. Du, Einwandereramt? Du mein Geschäft auflösen? Oh, das war ein Fehler. Und Familie sind ganz, ganz, ganz legal. Du überprüfen, kein Problem. Okay. Ganz, ganz, ganz. Ich will Ihnen doch gar nichts. Kein Untersuchungsbefehl? Dann raus hier. Das ist Privateigentum. Ja. Noch schlimmer. Ich hätte mich kaum anstellen können. Beharren. Sehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja. Aber hör mir leid tun. Ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Einfach du gelernt bei Yoda hast. Okay, es war irgendwie auch zu fehlgriff. Hätte ich das gleich nicht nochmal starten müssen. Egal. Ich wollte nur ein bisschen Gameplay jetzt zeigen. Normalerweise, ich habe da was in der Bibliothek. Oh, da oben ist so ein Ding. Aber warum gehe ich eigentlich dahin? Was ist das nochmal für ein Buch? Du, gelb. Ich weiß, ich habe ihn irgendwie die Antwort rausgelockt und so. Achso, ich kann jetzt mal ein bisschen beobachten, okay. Bewegen Sie die Lupe mit Hilfe des Mini-Sticks links. Oh, nee. Bitte. Ah, bitte nochmal um. Yoda spricht auch in Japanisch Grammatik, also macht das Sinn. Ja. Okay, William Shakespeare.
Ja, Sturm. So eine Lupe. Ich habe sogar eine Lupe. Ich habe. Wo ist meine Lupe hin? Ich habe sogar selber eine Lupe. Ich habe es extra für Fragen halt nicht gekauft, aber ich habe sie. Ja, ich habe sie gefunden. Yay. Tja. Ich weiß nicht, ob es dir gut sieht. Aber ich habe eine Lupe. Das ist gut, jetzt gehst du beim Fernseher. Nein. So. Gucken wir mal. William Shakespeare, der Sturm, also ist natürlich nichts Besonderes, oder? Also, sehe ich das nicht? Oder vielleicht, oh, irgendwie ist da ein komischer Abdruck. Aha. Für zum 18. Geburtstag. So, das ist so verbleicht schon. Deswegen. Blättern wir nochmal um. Das ist sicher so unlesbar sein, dass man das nicht so lesen muss. Klick mir. Geil, hab 3 Tage gewartet, jetzt geht Twitch wieder bei mir nicht. Fuck my life. Echt jetzt? Oh je, oh, arme Jules. Aha. Da mit Schulz. Aber morgen bin ich bin die ganze Woche jetzt Schulz. Brauchen die Hilfe nicht von diesen Yoda. Tschüss. Oh. Wie nicht gehen? Immer auf dem Puffern oder wie? Okay. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann Schwarz, versuchen cool. wir. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück. Er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich sehe es von einem Videospiel. Warum schaut er sich die alle? Die alle hier so an. Ups. So. So kommen wir vom Videospiel. Nee, das ist ja real life hier, ne? Ich finde es ja cool, wie sie das gemacht haben und sie das so. Ach so. Okay, ich hab ja eigentlich, bin ja schlau gewesen, habe mir so Stifte hergeholt. Und ja. Wir müssen nur schauen, wie das Buch ausschaut. Erdgeschoss? Okay, warte. Wir schauen zuerst, wo wir sind und dann machen wir das erst. Okay. So. Sieht aus wie das hier. Dann können wir da hinten wieder mit Lupe bewunden und ein bisschen nachforschen, was das ist. Ich habe mich schon eben daran erinnert, dass ich irgendwas gemacht habe hier. So. Ja, so cool, die Lupe. C. Okay, wir haben hier ein C, aber ich weiß nicht, ob er nach Namen, oder? Also C, also Cave. Aber er könnte auch nach diesem D geordnet haben, weil dieses das Ding. Also wir haben hier CD. Okay. Gut. Und dann hat er oben noch was geschaut. Ich weiß nicht, warum er oben geschaut hat. Einfach tut mein Tipp, einfach immer probieren, irgendwann wird es funktionieren. Nee, er hat irgendwie darauf geschaut. Ob ich nochmal das schauen soll, wegen dem Buch oder so. Ist denn wirklich an mir oder läuft das bei euch auch nicht? Ja, genau, Leute, läuft das bei euch auch nicht, weil ich hatte so ein bisschen ein paar Problemchen mit dem Stream und so. Ich kann jetzt hierauf auch gehen. Hier ist blau. Okay. Da kann dieser Tisch noch sein. Mir läuft das. Okay, gut. Okay, es liegt nämlich noch nicht an mir. Das ist mal sehr gut.
Ich weiß nicht mehr. Ja, ich muss mir jetzt. Also, ich kaufe mir dieses Monat schon mal das erste Delphi in meinen Computer. Ich darf nicht wahr sein. Ja, echt, Jules. Das ist schon lange gewartet und jetzt auf einmal. Und weil, ich keine Ahnung, ich habe immer das Problem mit diesem Laptop. Aufnehmen ist ja unmöglich zurzeit. Genau in den letzten 10 Minuten stockt das brutal. Das ist anstrengend. Ach so, okay. Ich glaube, der Decodola ist 1000. Also, okay. Echt gut, dass ich mir sowas. Oh, oh, Entschuldigung, das muss aber nicht sein. 1796 ist die Zahl. Und jetzt gehen wir noch runterschauen, wo die Zahl ist. Und dann haben wir es schon. Et voilà. Ach, ich werde ein super Detektiv. Ich würde das aber gerne machen. Das einzige, glaube ich, die mit den Leichen, das ist schon krass, wenn du das so sehen musst und so. Ich meine, okay, wenn ich bei uns Detektiv, ich glaube, ihr seht da nicht viel, also. So, okay. 1007 ist im zweiten Stock. Zweiten Stock. Jetzt können wir auf C gehen. Weiß. Okay. Let's try. Also, das müsste das logischste sein, oder? Also, das ist so. Stock 2. Okay, warte. Also, er hat geschossen. Erster Stock. Ich habe mir einen Link geschickt, vielleicht hilft dir das Programm weiter. Oh. Ich hatte öfters Probleme. Also, ich habe das zwar auch ab und zu, also. Das ist manchmal, ab und zu kann ich richtig gut zuschauen und ab und zu eben nicht. So, jetzt gehen wir in den zweiten Stock rauf. Ups. Und jetzt sag ich mal, ich glaube irgendwie das Twitch ab und zu oder so. Wenn das Buch, das Sie suchen, hier nicht ist, dann gibt es das Buch nicht. Also. Versuch es mal, danke. So. So, bitte. Ist das hier? Okay, hier ist das Buch. Super, hey. Da ist es ja. Ah, jetzt gut. Kumpel. Was wollen Sie also über Ihr Buch wissen? Und haben Sie Kunde. Kunden, die solche Bücher kaufen? Hey, das Buch stammt nicht von mir, falls Sie das meinen. Wer verkauft es? Feststellen, wer das Buch verkauft hat? Nein, das Buch ist nicht wertvoll genug, als dass ich ein Verkäufer daran erinnern würde. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Okay. Gern geschehen, Mann. Irgendwie macht die Stimme komisch und so. Und auf einmal so kann er so, danke schön. Keine Ahnung, irgendwie. Strange. Weiß auch nicht ganz. Ich traue diesen nicht. So, Agathas Haus. Wir gehen zu ihm. Wechseln zum Hauptcharakter, zum spannendsten Teil bisher. Agathas Haus. 1920 minus 12 Grad. Das ist das heißt. Das ist nochmal Gattes Haus. Ah, die sollen uns helfen, genau. Was bin ich für einer? Ich kann ja bei einem gleichen. Ich mach das auch immer. Also ich Leute nur einmal, wenn ich bei euch vor der Haustür stehe und ihr Leute nur einmal, dann gehe ich sofort rein. Also wenn ihr nicht drauf macht, ich gehe sofort rein, okay, nur dass du bist. Und ich stöbere auch rum. Ich bin ganz neugierig hier. Hier ist die Küche. Bonus. Ein alter Holzhof. Die Kaffeekanne ist heiß. Heißt, hier wohnt jemand. Das ist ein komisches Haus, hä?
Stäbchen. Raben. Krähen. Sind Krähen das gleiche wie Raben oder ist es? Oder täusche ich mich jetzt? Können wir bitte verbessern? Also Krähen gleich Raben? Hast du uns Raben und bei euch Krähen? Keine Ahnung. Oder sind Krähen nicht die größeren? Am schlimmsten sind die Menschen, die sich wie eine Bonnie den Klick abnehmen und einfach alles in die eigene Tasche stecken. Ja, das stimmt aber, ja. Das mache ich nicht. Also, ich bin nur sehr neugierig, das gebe ich zu, also. Da ist so eine Adler. Eine ausgestopfte Krähe. Okay. Wieder eine Krähe. Eine ausgestopfte Krähe. Hallo. Das Spiel könnte meiner Meinung nach ein bisschen lauter sein. Okay, mache ich gleich. Mache ich jetzt lauter ein bisschen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Einstellung gemacht. Und ich möchte nur wissen, ein bisschen wie es ist, nämlich, weil ich möchte schon. Ist mir auch schon aufgefallen, dass ich ein bisschen zu leise habe ab und zu. So, es lade gerade noch. Ich bewege mich nicht. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis es sich dann eingefangen hat, der Ton auch, weil jetzt kommt eine Zwischensequenz und das ist sehr wichtig. So, ich hoffe, jetzt passt es. Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Markus. Vater Markus Kane schickt mich her. Ich habe Probleme und muss mit ihr darüber sprechen. Ach, an diese Szenarien nehme ich auch noch. Mit der alten da. Und wer hier auf Erden nicht? Sie ist nämlich blind. Man kann ohne Augen sehen. Funzt nicht. Oh, tut. Versuch es immer wieder. Mach es wieder aktualisieren, wieder neu. Also, komplett raus aus Twitch. Im Gesetz der Vögel kann man sich besser unterhalten. Okay. Hui. Zack, also. Schau, das kann manchmal helfen, aber halt keine Garantie. Nee, andere Richtung. La 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 la. Warte, Schnittblödsinn hier. Ihr Stuhl quietscht, Madame. Lustig, wie sie. Ich schieb einfach mit ihr die Tür auf. Bam. Pech gehabt. Nee, nee, nee. So. Da sind nochmal die Vögel gewesen. Cool, dass ich alles abgegangen bin, da wusste ich dann, wo und wie und was halt. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Ich bin schon besessen. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Ein Säckchen. Meine kleinen Lieblinge. Hat einer von euch, was wollte ich, weil sie gerade Säckchen sagt, ich bin Krampus gesehen. Da spricht ja die Oma auch so extrem österreichisch, was ich extrem finde. Also ich sage so, also ihr Deutschen werdet das nicht verstehen haben. Also glaube ich nicht, dass ihr das verstanden habt. Mein schlimmster Albtraum hat sich bewahrheitet. Hat er nicht stimmt und ich kann nicht zuschauen. Oh. Was ist das? Ja, das ist ein Säckchen, oder? Schuld, ich stimme ja morgen noch sonst. Also immer probieren, immer probieren. Ich mache das auch immer.
Boah, Mann, wie wackelt. Und Jan, was das so, also der Sound so, weil ich, wie gesagt, ich höre mich lauter als immer das Spiel, also es immer, also ich höre, nein, Blödsinn, ich höre das Spiel immer lauter, schon in meinem Kopf, weil ich habe das eingestellt. Unfassbar, ich warte jetzt schon seit 13 Uhr auf dich und jetzt klappt es nicht. Oh, Jules. Offenbarung. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nehme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Ach so, das... Zwei offene Münder. Oh mein Gott. Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Ich schieb sie mal wieder in die Runde. Ach, Schulz, jetzt hör mal dein Game auch ab. Du bist schon noch ein ordentliches Stück lauter. Bisschen Game plus King vielleicht noch. Aber passt auch so. Ich kann mich schon ein bisschen leiser stellen. Also, ja, wie gesagt, ich höre das Game immer lauter als mich. Und ich habe mich als so einen kleinen Unterton. Also, so ganz kleinen Unterton, dass ich so mich leicht höre. Also ich sollte schon ein bisschen lauter sein, noch geben noch, also. Aber das mache ich alles. Ist ja Profi. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Echt jetzt? Kann man so Kerzen anzünden? Oh mein Gott, ich dachte es nicht. Ich dachte, Kerzen zünden man mit Magie an. Wolltest du doch immer gesagt, zünden Sie mir die Kerzen. Die Uhr ist stehen geblieben. Oh. Banane. Ich glaube, hier meinte sie. Lautstärke eben, also, weil du musst dich dann hier selber hören und eben, du willst. Ich will mich ja nicht genauso hören, wie ihr mich im Stream hören, weil dann höre ich mich ja lauter. Das ist ja ganz normal. Das ist ein bisschen schwer eben mit der Balance da. Aber es ist jetzt schon besser, muss ich sagen. Ich habe das eben ändern wollen. Ah, ich habe Leben gekriegt. Super. Der Schrank ist abgeschlossen. Hat sie gesagt, im Schrank, oder? Ein Badezimmer. Ja, du kannst da... Ja, genau, Zöpni, wie kann ich denn das Ränge nochmal machen? Und ich schaue mir noch ein Tutorial nochmal an. Die Ränge muss ich noch eben machen, Schulz. Also die Ränge habe ich noch nicht. Das sind Ränge, nämlich. Kann ich Ränge machen, zum Beispiel, kommt drauf an, wie lange du schon... Ja, ich muss erst... Ich habe die Ränge noch gar nicht gemacht, also ich habe nichts an den Rängen verändert. Die Ränge muss ich erst nochmal machen. Ja, ich habe heute noch keine Zeit reinzuschauen, nochmal in den Mobot, in den Ankbot. Muss ich noch erst alles? Aber kriegen wir schon hin. Ich weiß nicht mal. Und ein Customary. Okay, passt gut. Ja, ich schaue mich. Na, heute geht's nicht. Ich hab da ein bisschen stressig. Wiederholen. Was sagten Sie, soll ich tun? In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Ja, gut, mag ich mal. In der Küche müssen Streichhölzer sein. Da. Ich brauche ja irgendwo einen Schlüssel. Wir haben den Schrank zugesperrt. Ich war oben im oberen Schrank.
Und die Grammatik ist auch ein bisschen eigenartig, dafür kriegst du so viel. So viel. Ja, ich weiß. Ich habe das danach, wo ich es geschrieben habe, dachte ich dann, okay, passt. Und danach, wo ich es im 24-Stunden-Stream gesehen, 12-Stunden-Stream gesehen, dachte ich mir, okay, Dennis, das ist ganz Yoda-Style-mäßig. Das muss ich auch noch ändern. Aber ich wollte unbedingt so einen Spruch reinmachen. Also ich wollte nicht unbedingt so, nur unbedingt so einen Spruch unranken. Ja, hey, ihr müsst so denken. Mein Dinglehrer, das mache ich heute noch, ich schreibe Geschichten. Also vielleicht irgendwann getraue ich mich mal so ein echtes Buch zu schreiben und irgendeinen Verlag zu geben. Weil ich kann echt Geschichten, das hat immer schon mein Lehrer gesagt, also Geschichten schreiben kann ich, oder? Also ich kann ja Geschichten schreiben wie Wahnsinnige. Ich liebe es auch. Und, was wollte ich gerade sagen? Und ja, und das einzige Problem, was ich hatte, war einfach immer die Aussprache und ist falsch, falsch schreiben. Ja, glaube, sonst würde mich was erste Klasse, also erste Leistungsstufe, ich weiß nicht, ob es bei euch in Deutschland gibt, aber, ja. Das war sonst, ich kann Geschichten schreiben, ich schreibe sie heute noch gern, ich schreibe heute jeden Tag Geschichten, jeden Tag sitze ich mich an meine Geschichte dran. Und ja, vielleicht getraue ich mich irgendwann mal was zu schicken, so ein Verlag. Vielleicht mal. Vielleicht dann bin ich Buchautorin. Wie hast du eigentlich eine Österreich müsste ja auch kein Deutsch können. Beste Ausrede überhaupt. Finde auch wieder. Ich kann Österreichisch dafür. So. Was war es da angezeigt? Nein! Schon ein gruseliges Haus, was die hat, nicht? Ja. Bäumchen da. So. Okay, das bin ich abgecheckt. Ja, es muss ja in die Richtung irgendwo sein, nicht? Also. Aber wer versteckt Kerzen hier? Hm? Uralter, hinter einem Tuch versteckt der Spiegel. Boah. Das erinnert mich voll an so Bloody Mary und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den ich in der Schule gemacht habt. Hätte immer noch. Oh, Jules, tut mir echt leid. Hängt sich auf. Aber wie gesagt, morgen gibt es dann auch einen Stream, dann kann hoffentlich geht's dann. Heute Abend geht's mir, da bin ich zum Geburtstagfeier eingeladen. Aber ich muss noch ein paar Fotos auf Twitter laden und ich werde ein paar Fotos von dort machen. Ich werde jetzt versuchen, immer so ein paar Fotos zu machen, was ich mache den Tag, wenn ich nicht streame und so. Ich möchte das einfach mal hinkriegen, ein bisschen. Sag gar nicht in den Schrank was die ganze Zeit. Okay, anderes Kästchen. Perfekt. Denn, junger Mann? Beeilung! Ja. Eins. War das alles? Nee, ich muss schon alle. Alle einzeln machen. So. Zack. Und zack. Und anzünden. So, Liebe. Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Die kommen wie, für, wie von der The Wish. Ja, ich habe dazu extra viele Horrorfilme gestartet. Deswegen kommen die ganzen Horrorfilme in den Kopf. Ich komme einfach wie in The Wish, die eine da. Boah, ist das Gemälde da ist gruselig. Also ich könnte hier nicht wohnen. Oh, und das Licht ausschalten. Aber habe ich das Licht ausgemacht? Hm. Da ist der Lichtschalter. So. Obwohl eigentlich schon generell nicht viel Licht war, aber egal. Ich setze mich nieder. Um das Ganze zu verstehen, gibt es nur eins.
Sie müssen tief in ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz so ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Natürlich. Ich will es. Ihre Hände, bitte. Sehe ich jetzt den hier, was mich... Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau. Auf die Plätze. Hört sich an wie mein Herzschlag. Dö. Kurz bevor alles begann. Dö. Vergessen Sie alles Überflüssige. Dö. Und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Super. Jetzt bin ich aber gespannt. Auf die Plätze. Wo sind Sie, Lukas? Schon wieder. Ich betrete jetzt das Restaurant. So machen die das meistens, oder? Heute geht mein Chat wieder nicht. Was ist los? Super. Sehen Sie dann Gäste? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er ist an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. So. Das ist voll schwer, wenn man sich so leicht konzentrieren muss. Oh, der arme Schulz. Es tut mir echt leid, so irgendwie. Ich kenne das irgendwie. Du freust dich so. Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. So, wer sitzt denn da? Da links? Was ist das für ein Typ? Raum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig. Ja, genau. Oh, Scheiße. Sie, Lukas. Wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich. So krass, dass wie ich da so rauskomme. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Wie er so geht, weil es echt so zombie-mäßig. Ich kann meine Schön Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Nochmal zum Restaurant zurück. Oh je. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter. Ja. Super, gescheitert. Sie dürfen auf keinen Fall Konzentration verlieren. Entledigen Warum war ich gescheitert? Versuchen wir es nochmal. Oh, der Arme. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wo sind Sie jetzt? Ich hab's. Die Plätze, okay. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ja. Ja. Ich darf sitzen. Und was tun Sie jetzt? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Supi, yay! Ich vorhin gesagt habe, ich bin ein Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte?
Es ist eine Passage aus Shakespeares Turm. Hm? Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist das? Schatz, wenn ich einmal für... Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was? Das war klar. Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Wenn es heute nicht funktioniert, mach dir das anders und lass mich den ganzen Tag von den Zug fahren. Ja, dann bin ich aber dabei. Herr Seemann, tut's schnell. Der Mann hat sich zu mir gesetzt und jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Ich scheint den Mann nicht zu sehen. Sie sieht ihn gar nicht. Es wurde vor vielen über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt los? Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Und er hat mich besessen gemacht. Er sollte die, also, Kurt AD, super, gescheitert. Was habe ich falsch gemacht? Ja, ich habe Kurt nicht aktiviert. Ich hatte noch nicht Zeit, richtig reinzugehen ins Spiel. In Bot. Ich habe jetzt nur mal Punktesystem gemacht, das war das Wichtigste, und den Rest mache ich so. Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum noch viel mehr. Das, was mit bloßem Auge. Tut mir leid, dass ich den Chat nicht so aktiv heute lesen kann, aber das Spiel fordert mich. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan, Kastanetli, Quechnitlanar, Nastilan, Kirchner. Was? Das hat er mich besessen gemacht. Ich bin gelähmt. Boah, es geht schnell. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden. Er ist weg. Und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dicht zu folgen. Yes. Es hätte nicht... Entschuldigung, ich muss kurz... Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Gut. Oh, kein Kurs. Nein, eben gesagt noch nicht. Also, aber ich mach das schon. Keine Angst, ich mach. Ich studiere mich mal allein. Ja, ich krieg einfach ganz früher so einen Schock damit. So. Sie kennen diesen Mann nicht, wahr, Agatha? Nein, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fügten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agathe? Was hat der Mann mit mir getan? Geht Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich musste erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich nicht. So weit. Oh, der arme Schulz. Wie gesagt, ich kenne das sehr gut. Ja, ich mache danach meinen nächsten Lieblingskanal.